Schloss Hof ist mit seiner eindrucksvollen Kulisse immer einen Besuch wert. Besonders auch, weil man hier den Fokus auf ein abwechslungsreiches Programm legt. Erwarb Prinz Eugen von Savoyen ein vierflügeliges Kastell aus dem 17. Jahrhundert und ließ es zu einer großartigen Schlossanlage ausbauen. Damals entstand das beeindruckende Ensemble von Schloss, Garten und Gutshofanlage, das bis heute noch zu erleben ist. Es war immer ein Landschloss, ein Jagdschloss, also man ist hier herausgekommen, vor allem im Sommer auch, um hier Luft zu schöpfen. Heute aber kann man auch gerne im Winter zu uns kommen, weil wir auch da täglich geöffnet haben von 10 bis 16 Uhr und kann hier einen tollen Ausflug auch einmal im Winter auf Schloss Hof machen. 30 Jahre später, 1755, übernahm Maria Theresia den Landsitz. Tiefgreifende Veränderungen am Schloss wurden in den Jahren 1773 bis 1775 vorgenommen. Das Gebäude wurde um ein Stockwerk erhöht und die Räume des ersten Stockes neu gestaltet. Also so im heutigen Stil, wie man es sieht, ist es eigentlich in der Zeit dann von Maria Theresia entstanden. Und so birgt jeder Raum faszinierende Besonderheiten und vermittelt das Lebensgefühl des 18. Jahrhunderts auf eine eindrucksvolle Weise. Montag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr lädt Schloss Hof zu einem Besuch. Führungen, Workshops und ein Programm für Groß und Klein wartet auf die Besucher. Die jungen Gäste, die liegen uns ganz besonders am Herzen. Und da haben wir Kinderführungen, zum Beispiel am Sonntag um 13 Uhr. Highlight, man darf auch in nachgeschneiderte barocke Kostüme schlüpfen. Wir haben jeden Sonntag ein Kinderprogramm um 14.30 Uhr, manchmal auch schon um 11 Uhr, also Kinderkulturprogramm. Und am Wochenende kann man dann zwischen 12 und 16 Uhr sogar in unserem Kreativatelier gerne der Bastelfreude nachgehen. Also da gibt es verschiedene Werkstücke, die man dort anfertigen kann. Und zur Jahreszeit macht man jetzt gerade Schneemänner, aber auch dann Frühlingsdekorationen, also auch immer an die Jahreszeit angepasst. Welches Angebot bietet das Schloss Hof für die erwachsenen Besucherinnen und Besucher? Ja, da kann man jeden Tag um 11 und 14 Uhr an einer Führung teilnehmen, auf den Spuren von Prinz Eugen und Maria Theresia. Wir haben aber auch ein ganz besonderes neues Winterprogramm, das ist Haiti in der Orangerie. Also die Orangerie von Schloss Hof, die einst Prinz Eugen so erbauen hat lassen, die authentisch rekonstruiert und wiederhergestellt wurde, beherbergt heute wunderbare Orangen- und Zitronenbäumchen. Und die fruchten und die blühen zugleich. Und dieser betäubende Duft in der Orangerie, der lädt wirklich ein, dort auch noch Haiti zu genießen. Also das kann man an bestimmten Terminen, die erfährt man auf unserer Homepage auf www.schlosshof.at genießen. Auf welche Highlights dürfen sich die Besucherinnen und Besucher in den kommenden Wochen und Monaten freuen? Ja, im Sommer gibt es ganz viele Feste. Also da starten wir mit dem Ostermarkt, der ja sehr beliebt ist und sehr bekannt schon. Und da geht ein Fest eigentlich dann in das nächste über. Am 1. Mai ist sehr beliebt unser Tierumzug. Denn auch am Gutshof leben ja an die 200 Tiere, die übrigens auch im Winter sich über Gäste ganz besonders freuen. Und es macht großen Spaß, unsere weißen Esel dann auf der weißen Koppel zu suchen und zu beobachten. Und wir haben dann auch im Sommer viele Veranstaltungen. Im Herbst dann wieder unser Herbstreigen mit Herbstfest, Frühlingsfest. Gibt es dann auch noch im Sommer. Also ganz viele jahreszeitlich angepasste Feste erwarten unsere Gäste auch im neuen Jahr 2022.